Willkommen zu einer weiteren Schlachtfeldübersicht für Heroes of the Storm. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die Kartenmechaniken in den Drachengärten des Nexus. Die Drachengärten sind ein Schlachtfeld mit drei Wegen, in dessen Mitte eine ominöse Drachenstatue steht. Wenn Teams die Macht der Statue nutzen wollen, müssen sie sich aufteilen, um die magischen Schreine im oberen und unteren Bereich der Karte einzunehmen. Sind beide Schreine gesichert, kann ein Teammitglied den Drachenritter zum Leben erwecken. Dadurch wird er zur Verkörperung der Zerstörung und zum Schrecken des gegnerischen Teams. Er kann kräftig austeilen und gleichzeitig eine Menge einstecken. Der Flammenatem des Drachenritters eignet sich bestens, um Diener aus dem Weg zu räumen. Außerdem kann er einen Helden wegtreten und so taktisch aus dem Kampf nehmen. Sobald ein Team den Drachenritter kontrolliert, geht es den Gebäuden an den Kragen. Türmen, Forts, Festungen und schließlich der gegnerischen Zitadelle. Doch so leicht kommt man nicht an den Drachenritter, insbesondere wenn die Gegner andauernd dazwischen funken. Stellt euch auf der ganzen Karte auf Gefechte ein. Nicht nur an den Schreinen, sondern auch an Söldnerlagern und an der Drachenstatue selbst. Positionierung und Raumdeckung sind auf diesem Schlachtfeld das A und O und müssen ständig strategisch angepasst werden. Wer schnappt sich die Macht des Drachenritters und wer wird an ihr zugrunde gehen?